Das ehrgeizige Vorhaben der DB Infrago AG zielt darauf ab, die Bahnverbindung von Halle nach Eichenberg durch die Digitalisierung der Strecke zu optimieren und effizienter zu gestalten. Angesichts des wachsenden Güterverkehrs und der steigenden Ansprüche an die Schieneninfrastruktur ist eine Modernisierung und Anpassung an zeitgemäße Standards unerlässlich. Die Korridorsanierung Halle Eichenberg umfasst verschiedene Maßnahmen, die in mehreren Bauzuständen bis zum Ende des Jahres 2027 umgesetzt werden sollen. Gegenwärtig finden bereits umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen statt, bei denen im Rahmen des sogenannten Schadschwellenprogramms Schwellen ausgewechselt werden. Dies erhöht die Zuverlässigkeit im Eisenbahnbetrieb. Ziel ist es, den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen und gleichzeitig eine leistungsfähige Strecke zu schaffen, die auch für Umleitungsverkehre zur Verfügung steht. Dazu werden in nur 3 Jahren Bauzeit 14 elektronische Stellwerke, kurz ESTW genannt, errichtet und die alten Anlagen außer Betrieb genommen und zurückgebaut. Die Erneuerung der Stellwerkstechnik ist einer der Schwerpunkte. Wir bauen hier an jedem Bahnhof, jede Betriebsstelle ein ESTW. Wir bauen die Gleise so aus, dass sie lange Güterzüge aufnehmen können und überholen können. Hier in Nordhausen wird eine neue Unterzentrale mit Fahrdienstleitern errichtet. Diese zentrale Schaltstelle wird den Zugverkehr im Abschnitt Sangerhausen bis Leinefelde überwachen und steuern. Besonders wichtig ist eine transparente Kommunikation zwischen dem technischen und dem kaufmännischen Bereich sowie auch mit den Stakeholdern. Weil man muss im kaufmännischen Bereich auch immer auf dem Laufenden bleiben, um das alles auch rechtzeitig umzusetzen und reagieren zu können. Also mehr Besprechungen, engere Abstimmungen. Und deswegen ist eine intensive Kommunikation gerade in diesem Projekt enorm wichtig. Wir konzentrieren uns in unserem Projekt mit der Digitalisierung der Strecke Halle-Eichenberg auf die Errichtung von mehreren elektronischen Stellwerken, um einen zukunftsfähigen Bahnbetrieb zu gewährleisten. Wir haben auf der Strecke sehr viele Altstellwerke, die einen sehr hohen Personalbedarf haben. Und um den zu decken, müssen wir große Kraftanstrengungen vollbringen. Und mit der neuen Installierung von elektronischen Stellwerken können wir zukunftssicheren Bahnbetrieb gewährleisten. Wir installieren neue Weichen und Signale und können damit aus Röpplingen und aus Nordhausen dann die Strecke zukünftig sehr gut steuern. Darüber hinaus sollen auch 4 Saalebrücken modernisiert werden, die im Laufe der Zeit in die Jahre gekommen sind. Die sind soweit auch fällig, dass dort der Überbau und die ganzen Überbauten mal erneuert werden müssen. Das ist mit vorgesehen im Programm. Am Bahnhof Eisleben liegt ein besonderer Fokus auf der Herstellung von Barrierefreiheit, um allen Fahrgästen, unabhängig von ihren Mobilitätseinschränkungen, einen hindernisfreien Zugang zu gewährleisten. Zudem sollen Überholmöglichkeiten für 740 Meter lange Güterzüge geschaffen werden. Das 740 Meter Netz ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans 2030. Der Güterverkehr ist ein zweites Standbein auf dem Korridor, auf der Strecke. Wir haben hier neben dem Personenbahnhof auch Maßnahmen für die Verbesserung des Güterverkehrs geplant. Im Wesentlichen sind das die Bahnhofsbereiche in Sangerhausen und Röpplingen, wo wir die Gleisverlängerung auf Gleislängen von bis zu 47 Meter ausbauen, damit lange Güterzüge hier ausfahren können, überholt werden können und den Reiseverkehr, sagen wir, hier durchlässiger machen. Um sich fortlaufend über den aktuellen Baufortschritt informieren zu können, setzt die Bahn auf eine umfangreiche Projektkommunikation. Unser Ziel ist es, eine offene und transparente Kommunikation zu fördern, sodass alle Betroffenen und Interessierten ausreichend informiert sind über das, was wir vorhaben. Und dafür werden wir unter anderem hier in Röpplingen einen Infopunkt errichten, der dann als zentrale Anlaufstelle dienen soll, um ja, für alle die Möglichkeit zu bieten, sich zu informieren oder auch Fragen und Hinweise loszuwerden. Und außerdem möchten wir auch Bürger und Bürgerinnen aktiv mit einbeziehen. Das wollen wir in Form von regelmäßig stattfindenden Dialogveranstaltungen an verschiedenen Standpunkten entlang der Strecke machen. Und für alle, die sich gerne online informieren möchten, haben wir auch noch unsere Projektseite auf dem Bauinfoportal. Da werden wir regelmäßig aktuelle Infos zum Baufortschritt, Fotos und auch die Kontaktmöglichkeit zum Projektteam bereitstellen. Die Bahnverbindung von Halle nach Eichenberg wird nicht nur modernisiert, sondern auf ein neues Level gehoben. Angesichts der steigenden Herausforderungen im Güterverkehr und den höheren Ansprüchen an unsere Infrastruktur setzen wir auf eine umfassende Modernisierung.
Wir gestalten die Zukunft der Schienenwege, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und unseren Fahrgästen eine effiziente und zuverlässige Bahnverbindung zu bieten.